Sterneguckzeit ist es gerade. Da ist er wieder. Der Kleine. Und wie man sowas noch schärfer ranbekommt, als mit dieser sowieso schon ganz passablen Kamera hier, das möchte ich euch nun zeigen. Eigentlich ist ja so ein Sternenhimmel ganz schön langweilig, ne? In der Schule hat man gelernt, was da oben alles zu sehen gibt. Und irgendwelche ganz Millionen Euro teure Teleskope zeigen da Bilder, die man sich selber sowieso nie selbst zeigen kann. Also vertraut man mal lieber auf die Infos, die da die Profis machen, und guckt gar nicht selber nach. Tja, so wächst man ran. Ja, so bin ich auch rangewachsen, bis es mich dann 2011 ungefähr rumpackte, weil als ich da einen Himmel sah, war auf einmal ein Stern, der war viel tiefer als alle anderen. Ne? Der schien hier wirklich irgendwie ziemlich nahe zu sein, wie so ein Flugzeug, was da oben rumkreist und ziemlich hell ist, aber im Verhältnis zu den anderen Sternen viel, viel heller und auch so mit bloßem Auge betrachtet viel, viel niedriger gelegen. Ja, angestachelt dadurch habe ich dann mit so einem Teleskop damals mir das betrachtet, ne, konnte nichts weiter sehen, hab's mit einer Videokamera rangezoomt, konnte so auch nichts sehen, aber als ich beides kombinierte, praktisch meine Kamera mit ordentlichem optischen Zoom kombiniert habe mit dem Teleskop, da wo man das Auge reintut, mit ordentlichem optischen Zoom, dann konnte ich was sehen und das sah irgendwie ganz anders aus als ich da vorher gelernt habe. Ja. So, hier sah das Ding aus. Das sind die Originalaufnahmen von 2011. Und im Zuge dessen, in den ganzen Jahren, jetzt habe ich schon ab und zu mal Infos bekommen, die mich weitergebracht haben. Und die letzte, die hat mich sehr beeindruckt. Und zwar geht es da um eine vierte Dimension. Ne? So ist es da beschrieben. Ich habe echt Probleme so mit 4D. Ne? Also bei 3D hört es bei mir auf, irgendeine vierte Dimension da irgendwie mit reinzukriegen. Das finde ich ziemlich verwirrend. Aber da ist es halt so benannt worden. Und die Theorie finde ich ganz interessant. Und zwar wird da ein dreidimensionaler Körper zwischen zwei Schichten, ne, praktisch gedreht. Ne, und diese Schicht, also diese Grenzschicht zwischen den zwei Schichten, ist da hier im Versuch wie ein Blatt Papier dargestellt. Und nur an den Schnittpunkten, da wo das sich praktisch an der Membran der zwei Schichten praktisch bricht, ne, da berührt, da sieht man es dann leuchten. Und diese Animationen, die hier gezeigt worden sind, die haben mich schon sehr an dieses Objekt erinnert, was da oben so rumfliegt. Tja, und naja, ich meine, verschiedene Schichten haben wir ja hier, ne? Das lernt man ja sogar in der Schule. Ja, vielleicht ist da, hängt da irgendwas in, der, so in so einer Schicht dazwischen und wir sehen immer nur da, vielleicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und wenn ihr mal so gucken wollt wie Hubble, ne, geht ganz einfach. Besorgt euch eine Kamera mit optischem Zoom. Ganz wichtig, kein digitaler Zoom. Optischer Zoom muss es sein. Das kann auch alte Videokameras mit VHS oder sowas sein. Also, ne, aber optischen Zoom muss es haben.
und so ein stinknormales, furzbilliges Teleskop. Das hier ist schon die billigste Variante. Und dann funktioniert das. Warum ich euch jetzt nicht die aktuellen Bilder von dem Ding durch mein Teleskop zeigen kann, will ich euch am Ende mal noch fix erzählen. Das ist, finde ich, auch eine sehr bemerkenswerte Story, die mir da widerfahren ist. Mit so einem Teleskop habe ich angefangen. So ein ganz stinknormales, da 75-fache Vergrößerung oder sowas macht das. Und für 75 Euro gab es das auch zu kaufen. Habe ich die Aufnahmen gemacht, die ihr da gesehen habt, sowohl mit normaler Videokamera, VHS-Kamera, also ein ganz, ganz altes, sowie auch mit meiner modernen hier, mit der ihr gerade das Video seht, konnte ich es ganz gut ranzoomen, aber dann habe ich es in der Sonne stehen lassen, also habe ich vorne keine Kappe drauf gemacht, ne? Am nächsten Tag hat die Sonne hier voll reingeschienen und hat mir innen drin alles verbrannt. Ja, dann habe ich noch eins bekommen, ne? Vom Universum. Und als ich das dann in Gang setzen wollte, kam auf einmal eine Frau, also eine Freundin von einem Kumpel, die ich vorher gar nicht kannte, die auch mit dem Kumpel irgendwie in einer anderen Dimension Kinder haben soll oder so. Keine Ahnung, also ziemlich, was heißt crazy, aber noch nicht so in meiner Sphäre, ne, also dieses Verständnis. Und die hat auch schon drei Kinder und die drei Kinder wollten unbedingt mal durch so ein Teleskop gucken. Und da habe ich denen das Teleskop eben gegeben. Tja, wer da sowieso schon Erfahrungen mit Außerirdischen oder Extraterrestrischen irgendwie hat, habe ich gedacht, der hat es eher verdient, die mal zu sehen, als ich, der da noch an der Basis rumgurkt. Naja, aber jedenfalls habe ich das dann publik gemacht und ein YouTube-User namens Tod und Hass der Menschheit, aber bestimmt ein ganz netter Kerl, Tiere scheint er wahrscheinlich zu mögen, hat dann ein Herz für mich gehabt und hat mir dann dieses Teil hier geschickt. Allerdings, ja, ich war ja selbst Paketfahrer und ich glaube, die Paketfahrer, die das hier transportiert haben, die hatten ziemlichen Stress gehabt, weil es kam total zerbeult hier an. Keine Chance, da irgendwas zu justieren. Ne? Also, mir sind bisher immer noch die Hände gebunden, das Ding da oben live zu sehen. Ne? Mir reicht, ich habe es damals schon mal mit ganz guter Auflösung hingekriegt, so wie ich es mitkriege. Ne? Also, da gibt es einen Haufen Kommentare, die sagen, hey, du hast es ja am besten mitgefilmt. Und hier möchte ich euch einfach mal zeigen, wie simpel ich das gemacht habe. Ne? Also hier wichtig, eine Kamera mit optischem Zoom, ne, wo dann hier so ein Ding vorne rausfährt. Stinknormales Teleskop und dann könnt ihr Aufnahmen machen. Wie Hubble oder besser. Gut, dann. Ich lasse euch halt mal mit diesem erstmal allein. Und man hört und sieht sich. Ahoi dabei. Naja, zum Abschluss mal noch eine kleine Story. Ich wollte mir noch mal eins kaufen, ein Teleskop. Und zwar war ich ja in Zwickau unterwegs als Paketfahrer. Und in Zwickau gibt es den Saturnmarkt, ne, die da so einen Planeten als Logo haben und die auch mal ziemlich bekannt dafür waren, Teleskope zu verkaufen. Aber heutzutage ist die Nachfrage dort so gering, dass es sich nicht mehr lohnt, die dort zu verkaufen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, im Saturn gibt es keine Teleskope mehr, weil sich die Leute nicht dafür interessieren.